erstmal zu Louis Vuitton gehen, wenn ich über Leute rede, die in Armut leben. Kann ich das nochmal sehen? Ich gehe hier in den Louis Vuitton-Laden. Kennt ihr nicht, werdet ihr niemals sein. Die Manipulation von Julienko und 24Tim auf Instagram von Alpha Kevin. Wir sehen auf dem Thumbnail sowohl wie natürlich Julienko und 24Tim. Und beide haben weiße Augen wie ein Dämon. Was es damit wohl auf sich hat, das werden wir jetzt sehen. Wisst ihr, was ich persönlich immer extrem inspirierend finde? Wenn sich die Influencer so sehr um ihre eigenen Zuschauer kümmern, dass sie selbst ihr letztes Hemd dafür geben würden. Ich meine, ohne die Zuschauer wären die Influencer schließlich auch nicht. Und deshalb sollte man immer stets extrem gütig sein. So oder so ähnlich. Warum ist die Tür noch offen? Die Tür ist offen, damit jederzeit ein Mensch, der sie mir sehr am Herzen legt, jederzeit hier reinkommen kann. Was für ein Zufall, dass du gerade fragst. Es ist es ist actually Lisa. Lisa wollte nachher noch vorbeikommen. Aber die Tür ist offen, damit Durchzug ist. Ich habe im Schlafzimmer Fenster auf und ich habe hier Fenster auf, damit ein bisschen Luft, ein Lüftchen durch den Raum geht. Fühlt sich momentan jeder dritte Beitrag von 24Tim auf Instagram an. Und ich erkläre euch mal, warum ich der Meinung bin, dass 24Tim auf Krampf Interaktionen und Relevanz erkaufen möchte. Beziehungsweise ist vielleicht das Wort erkaufen der falsche Begriff. Er verschenkt halt einfach Geld an seine Zuschauer, damit er möglichst viel Reichweite bekommt, um dann zu profitieren, indem man attraktiver für Werbepartner wird. Ich denke nämlich nicht, dass es immer nur um das barmherzige Ausgeben geht, so wie sich 24Tim... Natürlich, es geht um Barmherzigkeit. Also Influencer sind eigentlich grundsätzlich nur Influencer, weil sie barmherzig sein wollen. Ich finde ja, dass Influencer auch ähnlich wichtig ist, also ähnlich barmherzig ist wie so, kennt ihr so Leute, die so ehrenamtlich bei der Tafel arbeiten oder so und Leuten, die echt wenig haben im Leben, geben die dann irgendwie was zu essen und so. Ich finde, Influencer sind ähnlich. Das ist ähnlich barmherzig, finde ich persönlich, finde ich krass, ist das krass, was wir leisten auch, was wir leisten für andere. Fendi4Tim ständig selbst inszeniert. Die Frage, die ich mir aber immer als YouTuber stelle, ist euch das Thema bereits nicht schon aufgefallen oder habt ihr das komplett verschlafen? Wenn ihr es verschlafen habt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr bereits schon im Besitz einer Emma-Matratze seid. Und wenn ich Das war so ein smoother Übergang, dass ich erst jetzt gecheckt habe, dass wir im Werbesegment drin sind. Boah, das hat er aber sneaky eingefädelt. Boah, was war der Satz? Irgendwas mit verschlafen? Verschlafen habt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr bereits schon im Besitz einer Emma-Matratze seid. Und nicht schlecht. Not bad, Alpha Kevin. Not bad. Ich würde aber sagen... Einfach Emma-Übergang geschaffen. Wir legen jetzt... Warte. Was ist der Code? Unbedingt rechtzeitig zu. Der Link dazu ist selbstverständlich unten in der Beschreibung. Achso, es gibt einfach keinen... Alpha Kevin 5. Alpha Kevin 5 für 5%. Ja Mensch. Erstmal natürlich vorab. Das hier ist meine persönliche Sicht der Dinge. Es kann natürlich durchaus sein, dass ihr das alles... Wieso fällt des Öfteren die Podcast-Folge aus? Jetzt hören wir mal zu, kleiner Kacker. Wir haben, seit es den Podcast gibt, das ist so 3 Jahre oder so, ist 3 Jahre jetzt, ne? Ja, 3 Jahre, haben wir jede Woche eine Folge gemacht, außer, ich glaube, Weihnachten haben wir ausfallen lassen, eine Folge, glaube ich. Ich glaube immer eine. Ansonsten haben wir haben 50 Folgen oder so im Jahr rausgeballert. Und wir haben einmal, wenn wir schwer krank waren oder so, dann haben wir ausfallen lassen. So einmal im Jahr kam das noch vor, dass wir wegen Krankheit. Ansonsten haben wir auch krankheitsbedingt immer noch weiter aufgenommen. Wirklich, wirklich. Also andere Podcasts machen den halben Sommer-Sommerpause. Also, kommen wir mal wieder auf den Teppich hier. Das will ich nicht nochmal hören. Es fällt nicht ständig eine Podcast-Folge aus. Es ist einmal eine Podcast-Folge jetzt ausgefallen. Sonst nichts passiert. Wow. Ist so. Ich schwöre. Es immer nur für die Zuschauer macht, weil er diese so extrem liebt, was ja dann auch wirklich toll ist. Damit wäre er auch für mich eine unfassbare Inspirationsquelle. Da wir aber hierbei natürlich auch von einem Meinungsblock sprechen, erzähle ich euch jetzt einfach mal, was ich darüber denke, aus meiner persönlichen Sicht. Ich beziehe mich jetzt hierbei einfach mal auf das letzte Vierteljahr auf Instagram und gucke, wie viele Gewinnspiele 24Tim... So, ich komme jetzt im Kopf im Thema an. Also, es geht um Gewinnspiele von, nicht Alpha Kevin, sondern von 24Tim. Und Alpha Kevin unterstellt ihm, dass er das gar nicht aus Barmherzigkeit
Arbeit macht. Krass. Auf seiner Hauptseite so gepostet hat. Seit dem 17. März postete 24Tim 47 Beiträge, während einfach über 13 Beiträge davon Gewinnspiele waren oder Gewinnspiele beinhalteten. Bevor ich jetzt aber gleich Gewinnspiel für Gewinnspiel mit euch durchgehe, hat Sascha auch schon gezeigt, dass es mittlerweile eine gängige Methode ist, sich einfach Likes zu erkaufen. Dafür braucht man nicht mal Bot-Seiten. Ob das jetzt von einem Chuyenko ist oder... Ja, aber das kennt man ja, dass man sich Likes erkaufen kann. Also nicht als Bots Likes erkaufen, sondern als so gewinnspielmäßig Likes erkaufen. Das ist ja ein übliches Schema, das gibt es ja schon seit eh und je. Das wurde ja, also als Gott den Menschen erschuf, hat er gesagt, nun schufe ich auch aus der Rippe die Frau und dann als nächsten Schritt die Gewinnspiele. Er hat Gott direkt die Gewinnspiele erschaffen. Um auch einfach zu zeigen, dass man Likes sich auch erkaufen kann. Das ist auch wichtig gewesen. Oder von 24Tim, die machen das halt beide sehr, sehr gern. Er hat seit neuestem den Trick, dass er seine Follower immer dafür belohnt, dass sie seinen letzten Beitrag liken. Mit Bargeld. Der belohnt die einfach mit Bargeld. Oder mit einer Überweisung, sorry. Und zwar habe ich ja eben ein Bild mit Max und Raffi hochgeladen. Genau, wir wollen 500 Euro unter allen Leuten, die dieses Bild liken, verlosen. Also wir werden eine Person morgen random raussuchen und 500 Euro überweisen. Ja, aber das Video geht ja um 24Tim. Was hat der denn jetzt eigentlich gemacht? Das Geile ist, das Geld ist dann morgen schon auf eurem Konto. Geil. Er blendet einen 1000-Euro-Schein ein. Den hätte ich auch gerne. Den hätte ich gerne. Krass. Und das Einzige, was ihr wie gesagt machen müsst, liked das... Hey, gibt's einen 1000-Euro-Schein? Nee, oder? Es gibt keinen 1000-Euro-Schein, oder? Oder bin ich einfach nur zu Geringverdiener, dass ich nicht mal weiß, dass es einen 1000-Euro-Schein gibt? Foto in 5 Minuten. Das könnt ihr auch noch später machen. Und kommentiert einfach irgendwas, damit ich weiß, dass ihr es gemacht habt. Gut. Stimmt, der 500er wurde ja abgeschafft, ne? Also 500er war ja der lila Schein. Hatte ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie in der Hand. Und der wurde dann, glaube ich, einfach irgendwann abgeschafft. Warum eigentlich? Vielleicht, weil das so für illegale Aktivitäten ganz praktisch ist. Das alles. Verstehst du das? Ich habe meine Miete nicht bezahlt, damit sie das haben kann. Also Chuyenko oder 24Tim geben einfach random Zuschauern 500 oder 1000 Euro, wenn sie einen Beitrag liken, um mehr Interaktion zu haben und um auch die Reichweite zu manipulieren. Aber das ist so günstig für die, weil das ja, also die, das Geld, was die mehr bekommen, dadurch, dass die dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel Likes ein 24Tim mehr bekommt, wenn er so ein Gewinnspiel macht, aber... Das ist mehr als 1000 Euro, was er damit mehr an Gewinn macht. Insofern, das ist schon business-wise, ist das ein No-Brainer, dass das was bringt. Diese Beiträge, wo sie Gewinnspiele veranstalten oder Leuten einfach Geld geben für Likes, die finden immer wieder in regelmäßigen Abständen statt, damit halt die Likes auf der Seite nicht den Bach runtergehen. Die Quellen... Ach, da geht's jetzt doch nur um 24Tim, als ob 24Tim mich abmahnen wird, weil ich die Quellenangabe nicht drin habe. Es ist ja offensichtlich, woher die ganzen Beiträge kommen. Zum Beispiel hat 24Tim auf den letzten 3 Beiträgen nicht so viele Likes wie die ganzen Beiträge zu... Warte. Also, das könnte man bei Nindo natürlich jetzt viel, viel besser sehen, aber gucken wir mal hier jetzt. Start, damit halt die Likes auf der Seite nicht den Bach runtergehen. Zum Beispiel hat 24Tim... Ja, da hat er 85.000 Likes auf dem Reel. Auf den letzten... Dann 176.000. Nicht so. Und dann da unten hat er 362.000. Also das Doppelte, Dreifache, so also ein Vielfaches. 370, 380. Ja, die haben alle so 380 hier unten, die untere Reihe. Beiträge zuvor. Deswegen braucht man jetzt fast nur noch drauf warten, bis das nächste Gewinnspiel... Fuchsige Nindo-Werbung einfach. Ja. Kann man mal so reinsneaken kurz. ...kommt, damit dann auch die Interaktion der letzten Beiträge wieder nach oben geht. Und der Sinn dahinter lässt sich natürlich ganz easy aus Influencer-Perspektive erklären. Je mehr Interaktion, umso mehr Reichweite bekommt man. Und das bedeutet, dass man attraktivere Werbedeals bekommen kann. Denn je mehr Reichweite auf einem Post, umso mehr Geld bekommt man. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Und das bedeutet auch, dass wenn man Unternehmen ist und macht Influencer-Marketing, dann braucht man so ein Tool wie Nindo, um überhaupt zu erkennen, dass diese Likes unauthentisch sind. Weil du ja als Unternehmen sonst gar nicht siehst, dass du da jemanden überbezahlst. Also wenn ein Profil so aussieht, als würde er durchschnittlich 380.000 Likes machen, dann denkst du, wow, dann bezahle ich ihn ja auch dafür, weil er so eine Reichweite hat. Wenn aber mehr als die Hälfte dieser Likes sozusagen erkauft wurden und natürlich von echten Menschen erkauft wurden,
Da haben echte Menschen geliked, aber die haben nicht interagiert mit dem Post. Der ist in dem Post total egal, ob da jetzt Werbung drin ist oder nicht. Das würden die nicht mal sehen, weil die klicken da drauf, liken, gehen wieder weg. Dann ist das natürlich wichtig, für dich als Werbekunde zu unterscheiden. Und deswegen brauchst du dann so ein Tool wie Nindo, weil du kannst es ja sonst von außen gar nicht sehen. Danach sind diese Gewinnspiele und das Erkaufen von Likes ein komplettes Plusgeschäft, wenn man im Nachhinein dann irgendwelche Werbedeals über Instagram abschließt. Und ich sag's euch so, wie es ist, 24Tim ist wirklich der König von Placements auf Instagram. Das jetzt aber nur als ganz kleines Hintergrund wissen, weshalb es vielleicht nicht immer nur darum geht, Leuten etwas ganz barmherzig zu schenken. Denn man macht sich am Ende des Tages auch selber als Influencer die Taschen voll und profitiert komplett davon, weil man weiß, dass man auf jeder Ebene alles pushen kann. Schauen wir uns doch jetzt aber einfach mal seine Gewinnspielposts der letzten 4 Monate genauer an. Am 17. März ging dieser Beitrag hier online. Dieses Video geht an eine Person, die es gerade vielleicht nicht so einfach hat im Leben. Und ihr habt richtig gehört, an eine Person. Und dann kam mir eine ganz, ganz, ganz verrückte Idee. Wahrscheinlich wird mein Handy komplett explodieren, aber wer auch immer um 12 Uhr mein neues Bild als erstes liked, bekommt alle 4 Sachen. Ja. Sagt am besten euren Freunden Bescheid, denn so einfach war es noch nie. Übrigens, ganz... Ganz mal abgesehen von dem, worum es gerade eigentlich ging, der Top-Comment... Der Top-Comment ist, warum ist er auf einmal schwarz? Also, er ist auf jeden Fall mehr gebräunt, als man ihn sonst kennt, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall, er sieht mehr gebräunt aus, als man ihn sonst kennt. Passiert. Leute verändern sich. Dinge ändern sich. Was los? 5 Uhr, mein neues Bild als erstes liked, bekommt alle 4 Sachen. Sagt am besten euren Freunden Bescheid, denn so einfach war es noch nie. Übrigens, ganz wichtig, das geht an die Leute, die es in letzter Zeit wirklich sehr, sehr schwer hatten. Was ja, das ist so ein Engel, der ist wirklich nicht so cool. Das eine ist, dass man Gewinnspiele machen kann und wenn man Gewinnspiele macht, dann, wir wissen alle, was Gewinnspiele sind, wir wissen alle, was die einen bringen, so, und dann, also, weißt du, das... Macht man halt so. Okay, klar, kann man tun, kann man machen, kann man machen. So, aber so einen Engel zu machen von, ich gebe hier was zurück an jemanden, der es nicht so leicht hat oder so, das ist schon, muss nicht sein. Das, weiß nicht, das ist ein bisschen Matsch, finde ich. Das ist dann auch irgendwie so ein Ticken nicht ehrlich, weil darum geht es ja ganz offensichtlich nicht. Was er übrigens beim Verlosen ja nicht mal wissen kann, ob geil, Chat ist wieder da. Schwer hatten, die dann am Ende des Tages dort gewinnen. Also ganz klar, man merkt auch schon zu Beginn der Story, wie emotional er ist, wie er Leuten, die in schwierigen Situationen stecken, helfen möchte. Und das macht dann 24Tim auch einfach nochmal ein Stück weit aus, diese Menschlichkeit. Naja, es ist die Menschlichkeit. Es ist generell in der Influencer-Szene, es ist einfach die Menschlichkeit. Es geht um die Menschen. Es geht eigentlich nur darum, Leute, die nichts zu essen haben, Suppe zu geben. Das ist eigentlich das, was Influencer machen. Ich will ja auch gar nicht das Prinzip von generellen Gewinnspielen jetzt hier schlecht reden. Ist ja schön, dass er seiner Community dann am Ende des Tages irgendwas zurückgibt. Das will ich jetzt gar nicht haten. Eine Woche später macht er dann 24Tim... Wofür steht das HP? Steht es für Harry Potter? Steht es für... Hausparty. Ich mache eine Hausparty. Hier steht Hausparty. Ich bin so ein Sherlock, Digga. Ich glaube, es steht für Hausparty. Oder er hat eine Kooperation mit HP. Das wäre auch sick, dass man da so announced, ich bin jetzt Brand Ambassador für HP. Oder es steht für HP Baxter. Das ist der Sänger von Scooter. Es gibt einiges. Heppenheim, genau. Es gibt einiges, was es sein könnte. Eine Osterhausparty und 6 Leute von seiner Community hatten dort die Möglichkeit mit ihm. Ich werde mit 6 Leuten aus meiner Community bei mir zu Hause übernachten. Das ist irgendwie weird, also ist irgendwie weird gephrased, ne? Ich werde mit 6 Leuten aus meiner Community bei mir zu Hause übernachten. Ist so, ja, also dass du da übernachtest, ist ja nichts Besonderes. Also sollte ja so sein bei dir zu Hause, ne? Und die Bude zum Beben bringen. Außerdem feiern wir selbstverständlich Ostern zusammen. Ich habe einige unvorstellbare Überraschungen für euch. Unvorstellbare Überraschungen an einer Osterhausparty. Ich führe so ein langweiliges Leben so, ne?
Ich krieg Ostern nicht mal mit, weißt du, Ostern passiert und ich mache einfach nur ein ganz normales Leben wie sonst. Andere Leute, denen ist Ostern wichtig, die gehen vielleicht in die Kirche, für die ist das was Religiöses. Dann gibt's wieder andere Leute, die bemalen Eier, weißt du, die fühlen so Ostern so auf dem Level, so ein bisschen Eier bemalen, vielleicht ein bisschen Eier verstecken und suchen oder so. Und dann kommt er hier und hat unvorstellbare Überraschungen mit Fremden auf einer Hausparty. Krass. In seiner privaten Wohnung zu feiern. Und normalerweise legt ja jeder Influencer sehr viel Wert auf seine eigene Privatsphäre, dass die Leute nicht wissen, wo man wohnt. Doch 24Tim ist da wirklich anders, denn er hat die Leute wirklich zu sich persönlich eingeladen. Eier bemalen klingt hot. Digga, ihr Chat, was ist los mit euch heute? Was ist denn was? Ich habe diese Energy heute nicht hier reingebracht. Ich habe nichts gesagt. Laden. Ja, also ich lade auch immer random Leute zu mir nach Hause ein. Da kann heute nicht. Poster, 8,50 Euro. Autogramme gratis. Krass. Dass es Autogramme gratis gibt. Praktisch gar nichts schief gehen. Aber gut, das ist am Ende seine Sache. Ich fand es so einfach. Ich charge ja dafür. Also auf der Gamescom natürlich wurde ich auch teilweise angesprochen wegen Fotos und wegen Autogrammen. Und ich nehme natürlich Geld dafür. Also da war auch dann jemand, der hat gesagt, bitte, wie viel kostet denn ein Autogramm? Und ich habe gesagt, Foto 50 Euro, Autogramm 25 Euro. Und das war so ein kleiner Junge mit großen Augen, so hatte ganz wenig und sagte so, ich habe nur 15 Euro und nicht 25 Euro, kann ich nicht doch ein Autogramm? Habe ich gesagt, nein, das ist Business, Junge, das ist Business. Weil letztlich geht's darum. Doch, ziemlich ist auch wichtig. Alles, was ist auch wichtig, Grenzen zu setzen. Sonst, weißt du, sonst machen die mit dir alles. Was man aber hierbei natürlich auch wieder tun musste, ist liken, zu kommentieren und natürlich auch den. Nicht mal für ein Zwambo. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Auf Zwambo wäre ich noch runtergegangen, aber 15, Junge, was soll ich machen? Was soll ich machen? Er meinte, er braucht auch Geld für Schulsachen, damit er zur Schule gehen kann. Aber das ist ja dann seine Priorität. Das ist ja seine Priorität, nicht meine. Lachs zu teilen. Hauptsache der Post, der geht viral und die Interaktion, die geht immer ein Stück weit in die Höhe und man kann sich als derjenige verkaufen, der für seine Community wirklich alles gibt. Das ist übrigens auch... Alles richtig gemacht. Danke, Chat. Danke, dass ihr mal auf meiner Seite seid. Das ist so lieb. Dankeschön. Auch der Grund, weshalb der Beitrag fast 300.000 Likes hat und nur entspannte 45.000 Kommentare aufwies. Ich denke aber natürlich aus emotionaler Sicht, dass er das Ganze gar nicht aus Business-Ebene gemacht hat. Sondern Tim wollte tatsächlich mit solchen Aktionen einfach mit 6 Randoms abhängen, weil das halt ultra Bock macht. Er schrieb bei der Auflösung schließlich auch, dass ihm seine Community die Welt bedeutet und dass das auch so bleibt. Aber ganz ehrlich, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde so, klar, man kann mit der Community, man kann ja nicht mit allen Leuten aus der Community was machen. Und wie bestimmst du dann, mit wem du was machst? Also ich nehme ihm ja schon ab, dass er dass er seine Community irgendwie feiert und cool findet, weil ich glaube, man zieht ja auch irgendwie Leute an, die so ein bisschen in bestimmten Bereichen ähnlich sind wie man selber, weil sich das ja so ein bisschen bedingt so. Und deswegen, ich nehme ihm das schon ab, dass er die Leute aus seiner Zuschauerschaft grundsätzlich auch viele davon cool findet, so wenn er die kennenlernt. Und was soll er sonst machen? Er kann ja nicht mit irgendwie ein paar hunderttausend Leuten bei sich zu Hause feiern. Dann muss er halt auswählen. Was ein Ehrenmann. Eine Woche später fand dann auch direkt das nächste Gewinnspiel statt. Wer hätte das... Warum ein Stripper? Wieso Stripper? Was ist Stripper? Was ist Stripper? Mit 6 fremden Menschen in meinem Wohnzimmer schlafen, ein Stripper und 5 Kühlschränke voller Getränke. Was? Er hat 5 Kühlschränke bei sich zu Hause? Ich habe nur 3. Hä? Was soll das? Was? Hä? Wie? Was? 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 Warte. Warte, hat Alpha Kevin gerade das mit dem Stripper gesagt? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Oder habt ihr das nur gelesen, weil ihr so kleine Aufmerksame seid? Okay. Stripper, wir müssen kurz mit dem Stripper einmal kurz Timeout machen und einmal kurz sagen, die Leute, die bei einem 24-Tim-Gewinnspiel vorzugsweise mitmachen, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, das ist einfach nur, also kann sich, denke ich, jeder denken, denke, da sind sich alle einig, sind jung. Also sind jetzt tendenziell schon auch jung, ne? Also da machen nicht primär Leute mit, die über 18 sind, würde ich jetzt mal sagen. Ist es dann die richtige Zielgruppe? Nein. Da machen bestimmt, da durften nur 18-Jährige mitmachen oder so. Weil du kannst doch nicht irgendwie so 13-Jährige zu dir nach Hause einladen als erwachsener Mann und dann erstmal so einen Stripper holen. Das kann, das, also das,
Das kann ich mir vorstellen. Das kann's nicht. Nein, das kann ich mir vorstellen. Das muss irgendwie so eine über 18 Geschichte gewesen sein oder so. Schließlich auch. Da stand Alter wäre egal. Nein, warte. Ich sehe das mit dem Alter egal nicht. Das ist am Ende seine Sache. Ich fand es nur einfach ziemlich lustig. Alles, was man aber hierbei natürlich auch wieder tun musste, ist liken, zu kommentieren und natürlich auch den Likes zu teilen. Hauptsache der Post, der geht viral und die Interaktion, die geht nochmal ein Stück weit in die Höhe und man kann sich als derjenige verkaufen, der für seine Community wirklich alles gibt. Geil, wirklich. Wer macht das nicht gerne? Einfach mal so schön gediegen am Ostersonntag mit so 5-12-Jährigen bei sich zu Hause irgendwie einen Stripper abfeiern. Wer mag das nicht? Das ist übrigens auch der Grund, weshalb der Beitrag fast 300.000 Likes hat und nur entspannte 45.000 Kommentare aufwies. Es ist leider bei den Skandalen, die über Influencer rausgekommen sind in den letzten 1-2 Jahren, gar nichts mehr, was unüblich wirkt für Influencer, ne? Denke aber natürlich aus emotionaler Sicht, dass er das Ganze gar... Aber ganz kurz, ich unterstelle das jetzt in 24 Tim nicht. Ich bin mir ganz sicher, das war irgendwie ein Joke oder... Also ich kann mir nicht... Ich schwöre, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 24 Tim mit Minderjährigen irgendwie einen Stripper abgefeiert hat. Kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, dass das passiert ist. Also Real Talk jetzt. Nicht aus Business-Ebene gemacht hat. Sondern Tim wollte tatsächlich mit solchen Aktionen einfach mit 6 Randoms abhängen, weil das halt ultra Bock macht. Er schrieb bei der Auflösung schließlich auch, dass ihm seine Community die Welt bedeutet und dass das auch so bleibt. Was ein Ehrenmann. Eine Woche später fand dann auch direkt das nächste Gewinnspiel statt. Wer hätte das gedacht? Und das hatte dann auch gleich mal ganz entspannte 360.000 Likes. Denn dort konnte man einfach 90 Sachen gewinnen, die alle einen ziemlich hohen Wert haben. Krass, Alter. 90 Sachen. Ist das sick. Ist das sick. Also so viele Gewinnspiele, wie er macht. Er macht ja sehr regelmäßig offensichtlich welche, ne? Also so alle paar Wochen oder so wirkt es ja jetzt. Also wirkt auf jeden Fall in letzter Zeit sehr regelmäßig. Aber genau das ist ja das Prinzip häufig. Also häufig ist es so, dass Influencer, und das machen auch nicht so große, das macht vor allen Dingen auch sehr, auch in jeder Größenordnung, also bis hin zu sehr, sehr kleinen, dass du ein paar Postings machst und dann ein Gewinnspiel, wo du sagst, hey, like die letzten Postings. Damit pushst du die Likes von den letzten Postings so aufs Doppelte und dann machst du wieder ein paar Postings und sagst wieder, okay, jetzt wieder die letzten Postings liken, pusht die wieder aufs Doppelte. Und dann, das ist der Trick, ganz viele machen das dann so, dass sie ihre Gewinnspiel-Postings danach entweder löschen oder den Text darin so verändern. Du kannst ja auch von den Slides, also du hast ja mehrere, das ist ja so ein Slide-Bild, da kannst du einfach alle Slides löschen, die mit dem Gewinnspiel zu tun haben. Dann bleibt nur noch ein Bild und du kannst den Text ja auch abändern. Das heißt, du verwischst deine Spuren, also er jetzt nicht in dem Fall, glaube ich jetzt jedenfalls, wow. Also ihm unterstelle ich das jetzt auch nicht, aber viele machen das so, dass sie dann ihre Spuren so verwischen, weil wenn ich jetzt Werbekunde bin und ich denke mir, ach, das sieht ja aus nach einem ganz spannenden Channel, wie viel Reichweite hat er denn, wie viel Geld sollte ich dem denn geben, dann habe ich keinen Hinweis darauf, dass hier irgendwelche Gewinnspiele waren, ich habe keinen Hinweis darauf, dass es hier ein unauthentisches Verhalten gab, dass die Likes, die ich sehe, gar keine richtige Interaktion sind, die für mich als Werbekunde was bringt und dann werde ich als Werbekunde abgezogen. Deswegen, liebe Freunde, braucht man so ein Influencer-Marketing-Tool wie Nindo. Unter anderem beispielsweise einen Koffer mit 5.000 Euro drin, eine Reise und vieles mehr. Alles, was man dafür tun musste, war folgen, die letzten 10 Beiträge liken, 3 Freunde markieren. Und für mehr Chancen soll man doch auch einfach den Beitrag in der Story posten und Mitglied in seinem Tagebuch auf Instagram sein. Bitte erklärt mir dabei, wie er jetzt mehr Chancen für dieses Zusatzlos mit einberechnen konnte. Macht er das mit einem Rechner? Sucht er das zufällig aus? Wie macht er das? Das ist auch weird. Also er sagt, man kriegt ein Zusatzlos für mehr Chancen, wenn man das Verlosungsbild in der Story postet. Wie soll man das auswerten und wie genau wirkt sich das aus? Das Ding ist, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Gewinnspiele gemacht werden, weil bei Gewinnspielen weiß jeder, da werden sich halt Likes gekauft so und das ist halt für jeden sehr, sehr offensichtlich. Und das ist ja auch dann fein so, ne? Aber sowas wie, ja, ich helfe hier jemandem, der es irgendwie nicht leicht hat oder so, als Vibe reinzubringen, das ist, finde ich, ein bisschen nicht ganz ehrlich, weil darum geht's nicht. Und sowas hier ist auch nicht ganz ehrlich, weil
ich würde stark behaupten, dass das hier nicht klar eine klare Auswirkung sein hat. Bitte erklärt mir dabei, wie er jetzt mehr Chancen für dieses Zusatzlos mit einberechnen konnte. Macht er das mit einem Rechner? Sucht er das zufällig aus? Wie macht er das? Also wird das Ganze jetzt hier gar nicht zufällig aus? Ja, ich finde, man muss halt wenigstens transparent sagen, in welcher Form sich das auswirkt. Also du kannst irgendwie sagen, jeder, der das macht, kriegt höhere Chancen. Aber wie kann sich das auswirken? Also wenn du sagst, jeder, der das macht, kriegt höhere Chancen, dann müsstest du dir ja einen Algorithmus schreiben, der erstmal... Mein Licht ist gerade angegangen. Ja, ich habe so einen Timer, ich habe so ein automatisches, das alles hier... Ich muss das mal umstellen. Da müsstest du dir einen Algorithmus schreiben, also der alle Likes erstmal crawlt, das ist gar nicht so trivial, der alle Kommentare crawlt und so, und der dann in deine DMs geht und in allen DMs sozusagen checkt, ob irgendwo stand, dass derjenige dich markiert hat in der Story. Aber dann weißt du ja auch nicht, ob das dann geteilt wurde in der Story, sondern nur, dass du markiert wurdest in der Story. Wie soll dein Algorithmus dann wissen, dass das darum ging in der Story? Das ist alles gar nicht so auswertbar, würde ich sagen. Ausgelost, sodass man das auch wirklich mit einberechnen kann. Nindo macht das. Nee, das macht Nindo nicht. Das macht Nindo nicht. Nindo hilft nicht, den Influencern sozusagen die Werbekunden mehr auszuflunkern, sondern andersrum den Werbekunden das Ausflunkern der Influencer besser zu durchschauen und auch... ja, einfach besseres Influencer-Marketing zu machen, da Zeit zu sparen und so. Kann oder wie kann ich das verstehen? Weil man weiß ja hierbei noch nicht mal, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit diesem Zusatz... Ich habe neulich noch mit einem Geschäftsführer von der Agentur gesprochen, der meinte, seitdem die Nindo benutzen, würde er so unglaublich viel Zeit sparen wegen Reporting auch. Man muss ja auch Reportings machen, nachdem man irgendwie eine Kampagne gemacht hat. Dann musst du deinem Werbekunden oder deinem Chef, ne, wenn es irgendwie in-house ist oder so, musst halt irgendwie sagen, was haben wir hier geschafft. Und das ist natürlich immer ein bisschen ätzend, weil du musst ja dann irgendwie zeigen, was die Erfolge sind und musst das auswerten. Und das alles händisch zu machen, dauert unglaublich viel Zeit, um das aufzubereiten und so. Und da hilft Nindo halt auch ultra viel bei. Und der meinte, dass er glaubt, dass er anderthalb Arbeitsstellen sozusagen in Zeit einspart durch Nindo. Was halt insane viel ist, Digga. Los extra gewinnen kann. Aber gut, ihr seht, eine Sache ist ziemlich eindeutig. Es wird regelrecht danach gebettelt, dass man sämtliche Beiträge auch nachträglich noch liken soll. So sieht es nämlich dann auf seiner Seite aus, als würde Tim... Gute Frage. Woher soll Nindo das denn wissen, wenn die Slides gelöscht werden oder wenn die, der Text nachher verändert wird? Nindo behält einfach den Text. Also wenn du einen Post machst und da steht irgendwie drin, mit diesem Gewinnspiel kannst du das und das gewinnen und nachher veränderst du den Text und löscht den raus, dass nur noch einfach ein hübsches Bild da ist, dann löscht Nindo das nicht raus, diesen Text, sondern wir sagen immer noch, ey, der ursprüngliche Text war Gewinnspiel so und so. Wirklich ultra viele Fans haben, die alle hinter ihm stehen und das, obwohl er am Ende des Tages diese Likes dort kauft. Und ach, warte, ich zeige euch mal eine Art, wie man so ein unauthentisches Verhalten auf jeden Fall sehen kann. Ich zeige selten Nindo im Stream eigentlich, ne? 24Tim. So. Okay, also wir haben jetzt hier die Übersichtsseite von 24Tim, gehen mal auf jetzt hier die Statistikenseite so, Teile davon kann man ja auf der Free-Seite auch sehen, spannender wird es dann zum Beispiel hier bei den Scores, also zum Beispiel kannst du sehen, wenn du dir jetzt anzeigen lässt, wie die Follower-Entwicklung pro Woche ist. Ich habe jetzt mal gegruppiert, nicht pro Tag. Wenn du pro Tag machst, dann ist es halt so sehr fein. Dann ist es halt basically so eine Linie. Damit kann man, finde ich, nicht so viel anfangen. Manchmal pro Tag ist schon, pro Woche ist schon besser, weil dann siehst du, dass ganz viele Wochen hier abgehen und er ganz viele tausende Follower lost in ganz, ganz vielen Wochen und dann dazwischen immer so einzelne Peaks sind, wo er plötzlich ganz, ganz viele macht, was dann dafür spricht, dass er da halt so die Gewinnspiele dann wieder macht oder so, ne? Das ist eigentlich kein gutes Verhalten, dass du ständig lost, lost, lost und dann wieder viele dazu bekommst, wieder lost, lost, lost. Und das ist hier auch in der Score der Stabilität, warte, kann ich ein bisschen ranzoomen? In der Score der Stabilität zu sehen. Weil hier sozusagen steht, dass knapp 30% der gewonnenen Follower im letzten Jahr, die aus dem letzten Jahr kommen, sozusagen nicht geblieben sind.
ne, normalerweise ist es halt so, dass so nicht eine Kurve aussehen sollte für ein healthy Channel-Wachstum. Wow. Das spricht dafür, dass da viele Inaktive dabei sind. Das spricht dafür, dass du die Leute nicht halten kannst. Das spricht dafür, dass Channel vielleicht, Follower vielleicht, ja, tot sind. Jetzt gehen wir mal die anderen Tabs hier nicht durch, sondern gehen mal auf die Inhalte-Seite und sortieren mal nach nur Reels und Posts, weil da geht es ja gerade drum. Und wenn wir uns das dann angucken, ich weiß nicht, wo war das Beispiel? Das Beispiel aus dem Video war hier diese Gegend hier, ne? Dieser Post war es, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, okay, dieser Post war unmittelbar davor. Und ne, hast hier oben so verschiedene Tabs, siehst auch, wie der performt hat im Verhältnis zu dem restlichen Channel. Also war der in den Views überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich etc. Und was auch ganz geil ist, ist halt so hier die Entwicklung zu sehen. Das heißt, du siehst, wie viel das eine Reel jetzt, auf das ich jetzt hier draufgeklickt hatte, wann das wie viele Views hatte, wann das wie viele Impressions hatte, wann das wie viele Likes hatte, wann das wie viele Kommentare hatte. Und normalerweise sehen die Kurven so aus wie hier oben. Ne? Also einfach am Anfang kommen viele Sachen dazu, viele Views, viele Likes, viele Kommentare. Hey, und dann bleibt es ziemlich stabil so irgendwann. Hey, und hier sieht man jetzt hier unten ein sehr unnatürliches Verhalten. Das heißt, es hat sich eigentlich eingependelt bei so 130.000 Likes oder so. Und danach, und irgendwie 30.000 Kommentaren circa, und plötzlich, hier so um den 7. rum oder so, plötzlich hat es viel mehr Likes gegeben, aber praktisch kaum mehr Kommentare. Also von 136.000 Likes ist es angestiegen auf irgendwie 360.000 Likes oder so. Und die Kommentare sind aber gar nicht nennenswert gestiegen. Das ist auf einen Blick, siehst du hier, das ist ein unauthentisches Verhalten. Und das ist weird, ja. Gut, ja, ich hab euch jetzt, also gäbe bei Nindo noch 1000 andere Sachen, wie man feststellen kann, ob das Verhalten authentisch ist oder nicht. Das ist ja ein riesen Toolkit von 1000 Werkzeugen, die du da hast. Deswegen können wir da jetzt gar nicht so einsteigen und dass ich euch irgendwie alles zeige. Weiter geht's. Sich mehrere Accounts erstellen kann, um noch eine größere Chance zum Gewinnen zu bekommen. Denkt dran, wenn ihr mit mehreren Accounts mitmacht, dann ist natürlich eure Gewinnchance am Ende des Tages höher. Das ist alles, was ich sagen wollte. Klar. Und ich küsse euch und freue mich schon, wenn ich ein paar Sachen vielleicht schon persönlich zu euch nach Hause bringen kann. Diese Like-Zahlen auf seinem Profil könnten unseriöser kaum sein. Denn man weiß ja jetzt nicht bei diesen Beiträgen, ob die Zuschauer jetzt 24Tim feiern oder bloß bei dem Gewinnspiel teilnehmen wollen. Doch, wenn man Nindo hat, weiß man das. Weiß man genau, wie viele da mitgemacht haben, wie viele geliked haben vorher und wie viele geliked haben für das Gewinnspiel. Ja, ja. Wollten und ihn deswegen geliked haben. Naja, aber Tim ist doch so gütig und am Ende des Tages will er doch immer nur geben. Einen Eigennutzen kann man ihm hierbei natürlich zu 0% unterstellen. Das würde ich hierbei auch niemals machen. Man muss nur mehrere Accounts erstellen und dann hat man einfach eine noch größere Chance. Es ist schon schön. Recycelt er auch dieses 90-Sachen-Gewinnspiel auf seinem Instagram-Account Stück für Stück. Dazu erstellt er nämlich noch mehrere Beiträge, um zu zeigen, was er für seine Community alles hergibt. So kam zum Beispiel kurz nach seinem Gewinnspiel dieses Video online. Alle Menschen da draußen, die dieses Jahr an Ostern... Für alle, die dieses Jahr an Ostern leer ausgehen. Warte. Ist es ein Reel, wo traurige Musik kommt und es um Leute geht, die wirklich nicht viel haben, vielleicht in Armut leben oder so? Und dabei guckt er sich irgendwie Designer-Handtaschen an? Ist das der Shot, der dafür ausgewählt wurde? Ostern leer ausgehen werden. Und ich meine wirklich alle Menschen. Jungs. Kann ich das nochmal sehen? Danke dir für die Doni. Alles hergibt. So kam zum Beispiel kurz nach seinem Gewinnspiel dieses Video online. Alle Menschen da draußen, die diese... Erstmal zu Louis Vuitton gehen, wenn es um Leute geht, wenn ich über Leute rede, die in Armut leben. Dieses Jahr an Ostern leer ausgehen. Was? Werden. Und ich meine wirklich. Was? Ich verstehe nicht, warum das ausgewählt wurde. Ich verstehe nicht, warum das gerade ausgewählt wurde. Alle Menschen. Jungs und Mädels, mir ist es ganz egal. Ach so, weil man das gewinnen kann. Ah! Nee. Ich glaube, ich habe ihm gerade Unrecht getan. Er zeigt das, weil man das gewinnen kann.
Nicht, weil er sagen will, hey, ich gönn mir sowas und für euch gehe ich zu Saturn. Das wäre hart gewesen. Oh mein Gott, wäre das hart. So, dass er so zeigt, guck mal, ich gehe hier in den Louis Vuitton-Laden. Kennt ihr nicht, werdet ihr niemals sein. Aber für euch gehe ich jetzt mal kurz zu Saturn, dass ich euch eine PS5 kaufen kann. Das ist nicht die Aussage von dem TikTok. Das wäre hart, Digga. Das wäre hart. Es ist, glaube ich, weil man so eine Louis Vuitton-Tasche da gewinnen kann. Dann macht das wieder Sinn. Wer das hier sieht, ich denke an euch. An insgesamt 2 Tagen war... Das wäre so hart gewesen. Kennt ihr nicht, werdet ihr niemals sein, aber... Ich war bei euch in der Stadt und habe wirklich die komplette Sau rausgelassen. Und über einen Monat nach dem... Aber, ja, aber alle, die nichts haben, schießen auf Louis Vuitton. Das stimmt. Leute, die nicht so viel haben, die haben andere Probleme, als dass sie... als dass sie eine Markenhandtasche haben brauchen. Gewinnspiel kam das hier online. Dieses Video geht an alle Jungs und auch Mädchen, die gerade ein kleines Wunder gebrauchen können. Falls ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass ich es liebe, Menschen eine Freude zu bereiten. Und dieses Mal haben eben auch die Jungs die Chance. Aber was ist überhaupt das Besondere? Das Ding ist, wenn es darum ging, dass man es liebt, Leuten eine Freude zu bereiten, dann könnte man doch auch so ein Gewinnspiel machen, ohne dass man selbst davon profitiert, oder nicht? Also wäre das das Hauptding, wäre das der intrinsische Drang, dass man Leuten eine Freude machen möchte, dann könnte man doch einfach Leuten was schenken. Dann könnte man doch einfach, ohne dass man dazu aufruft, einfach sagen, ich gehe jetzt, ohne dass ich jemals dazu aufgerufen habe, durch die Kommentare von meinem letzten Post, wähle da einfach welche aus und denen schenke ich was. Könnte man auch machen. Ganz einfach, am Mittwoch sage ich euch schon, wer die 90 Sachen hier im Hintergrund bekommt. Und es ist wirklich alles dabei. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, liked und teilt das Video, markiert 3 Freunde und schickt mir einfach nur, was ihr haben wollt. Beeilt euch. Also spätestens jetzt bin ich absolut davon beeindruckt, dass es Tim hier einfach nur ums Verschenken der Produkte gibt, dass er seiner Community etwas Gutes tut. Und nicht darum, seinen Kanal hier... Ey, nochmal, ich hate nicht Gewinnspiele. Gewinnspiele sind fein, so. Aber... Mach's nicht so sad. Die Höhe zu pushen mit manipulativen Methoden. Und das nur, damit er für irgendwelche Werbepartner und Deals attraktiver wird. Tim hat natürlich auch anlässlich der EM Tickets plus Hotelübernachtungen verlost, obwohl er selbst mal meinte, dass ihn Fußball eigentlich gar nicht interessiert. Aber okay, am Ende des Tages ist das auch seine Sache. Auch hier waren allerdings die Bedingungen wieder ziemlich ähnlich gewesen. Ich habe das absolut Verrückteste gemacht. Ich habe für 48.000 Euro eine private Fußball-Lounge gemietet im Stadion in Frankfurt. Für das EM-Spiel Schweiz gegen Deutschland am 23.06. Und ich werde mit 5 Frauen und mit 5 Männern aus meiner Community dorthin gehen. Ja, es ist wirklich krass. Und nach dem Spiel werde ich auch mit den Leuten, die Bock haben, in Frankfurt in einer Luxus-Suite übernachten mit Skyline. Das sieht unfassbar krass. Wie, warte, ist das wieder ein Zusammenübernachten? Ist das so ein, jeder hat sein eigenes Zimmer oder ist das so ein Pillow-Party? Heißt es Pillow-Party? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das auf Englisch? So eine Pyjama-Party auf Englisch? Wie heißt das nochmal? Heißt das Pillow-Party? Nee, wie heißt das? Slumber-Party! Ha, ja, richtig. Oh, nein, Orgie meinte ich nicht. Wie heißt das? Chat, wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Orgie. Ah, ja, Orgie, das war's. Natürlich. Sleepover-Slumber-Party. Ja, ja, ja. Aus. Und ja, das Einzige, was ihr machen müsst, sind eigentlich nur 2 Sachen, und zwar natürlich ein Abonnent von mir sein und dieses Bild hier liken und meine letzten 10 Beiträge und einfach nur jemanden markieren, mit dem ihr kommen wollt. Oder Das war's schon. Ich finde, das ist eigentlich was, was Philanthropisches. Das ist eigentlich was Altruistisches. Ich finde, das ist schon krass. Mit der, ne? Also Männer und Frauen. Das ist eigentlich alles, was ihr machen wollt. Also die Teilnahmebedingungen sind so einfach. Ja, also klar, es gibt 2 Bedingungen. Freunde markieren, 10 Beiträge liken, folgen, das Bild in der Story teilen und den Broadcast-Channel folgen. Zusatzlos. Teilt das Bild in eurer Story, seid Mitglied in meinem Tagebuch-Broadcast-Channel. Folgen. Ja. Ach nee. Wusstet ihr, woher das Wort Broadcast kommt? Das finde ich total krass. 10 Beiträge liken, folgen. Wusstet ihr, woher das Wort Podcast kommt? Das Bild in der Story teilen und den Broadcast-Channel. Ey, Digga, das f***t meinen Kopf total. Das Wort Podcast kommt vom iPod. Also heutzutage heißt ja alles Podcast, auch wenn es nicht auf dem iPod gespielt wird oder so. Aber damals war das ein Apple-Ding, dass sie gesagt haben, das ist ein iPod-Broadcast. So, und deswegen Podcast. Versteht ihr? So.
Und jetzt ist die Frage, woher kommt denn Broadcast? Was ist denn das für ein Wort? So, ursprünglich kommt Broadcast daher aus der Landwirtschaft. Broadcast war, wenn du Samen genommen hast, wenn du Samen genommen hast und so überall, so pfui, überall hin. Ich nehme die Samen und mach die überall hin. Einfach überall die Samen. Einfach, du wirfst die so in jede Richtung. In jede Richtung kommt der Samen. So, und das ist ein Broadcast in der Landwirtschaft gewesen. Und dann wurde das übertragen, ich weiß jetzt nicht, was ihr meint, gerade im Chat, aber dann wurde das übertragen auf wenn man Informationen sozusagen raus in die Welt macht. So. Channel-Folgen. Ach nee, die letzten Sachen. Achso, warte, ich muss wieder so machen. Waren ja bloß ein Zusatz los, wo man seine Chance erhöhen kann. Und man weiß immer noch nicht, wie das die Chance überhaupt erhöhen kann bei der Auflösung. Verrückt aber, dass man seine Bilder immer wieder nachträglich liken muss, um dort überhaupt teilzunehmen. Auch dieses Gewinnspiel hat er dann wieder für mehrere Beiträge genutzt, um den Algorithmus noch mehr zu pushen und auch um aufzuzeigen, wie gütig er doch ist. Am 4. Juli postete er dann dieses grandiose Bildungsauftrag erfüllt. Ich glaube auch. Also das ist ein Bildungspodcast. Ach, Podcast sag ich schon. Das ist ein Bildungsstream hier. Große Gewinnspiel. Video geht an alle Jungs und Mädels, die es vielleicht gerade nicht so leicht im Leben haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch eventuell Schulden haben, die Miete nicht zahlen können oder auch einfach mal... Ich finde, es hat ein bisschen was Unanständiges, traurige Musik reinzumachen und über Leute zu reden, die es finanziell nicht leicht haben, denen dann Geld vor die Nase zu halten, was ja einfach nur symbolisiert, wie unglaublich viel Geld er ja auch hat. Und das dann in einem Rahmen zu machen, wo es letztlich darum geht, dass er einen größeren wirtschaftlichen Vorteil davon hat, als er ausgibt. Haben, die Miete nicht zahlen können oder auch einfach mal wirklich fett shoppen gehen wollen oder sich einen Urlaub wünschen. Und weil ihr mir wirklich jeden Tag so viel gebt, habe ich mir überlegt, ich fahre jetzt zur Bank, hebe 5000 Euro Bargeld ab und das alles, das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen, bekommt eine einzige Person. Und das Einzige, was ihr machen müsst, heute um 20 Uhr hier vorbeischauen in der Story und das war's. Fällt euch das auf? Gefühlt jedes Gewinnspiel? Nee, das hat einen ganz weirden Beigeschmack so. Ganz wie ein Beigeschmack. Geht an Leute da draußen, die es einfach nicht so leicht im Leben haben. Und da kann man emotional dagegen wirken. Er verdient kein Geld, sondern bekommt es. Ich finde diese linksradikale Scheiße hier im Chat so, das geht nicht. Also jeder Mensch, der Geld hat, hat es auch verdient. So ist es in der Welt. Wenn ein Mensch nicht genug Geld hat, hat er sich nicht genug angestrengt. Und wenn jemand viel Geld hat, hat er es immer verdient. Immer, immer verdient. Das ist alles andere, ist hier wirklich, also es ist krass. Es ist krass, dass ihr das in Frage stellt. Es ist krass, dass ihr das, diese gottgegebene Ordnung in Frage stellt. So wie ich es gerade gesagt habe, soll es sein, war es immer, soll es immer sein. Dass daran dürfen wir nicht rütteln. Das ist so. Und ein Gewinnspiel veranstalten. Mann, 24 Tim, du bist es einfach. Aber allein der Beitrag, der hat fast 400.000... Ich weiß nicht, was dieses Eat the Rich heißt, was das bedeutet. Ich weiß das nicht. Ich bin nicht politisch. Likes, was wirklich super insane ist. Leider weiß ich jetzt an der Stelle nicht, was um 20 Uhr in seiner Story zu erkennen war, dass er extra mit einem Hauptbeitrag diese Story pushen. Nee, also wirklich, das finde ich, das sollte man nicht in Frage stellen. Da könnt ihr auch Christian Lindner nochmal fragen. Der würde euch das bestimmt auch bestätigen. Leute, die halt viel Geld haben, die haben das alle verdient. Die müssen haben. Musste. Drei Tage später kam dann dieser Post hier online von zwei Menschen, die definitiv nicht kapitalistisch und materialistisch wirken. Video geht an alle Jungs und Mädels, die es gerade nicht so leicht im Leben haben. Boah, Digga, wirklich, hör jetzt auf, das haben wir jetzt gehört. Mach das jetzt nicht zu einem dauerhaften Ding, dass ein Gewinnspiel losgeht mit für alle Jungs und Mädels, die es gerade nicht so leicht im Leben haben. Oh, Digga, erstmal, die Zielgruppe von 24 Tim ist in einem Alter, wo sie sich alle davon angesprochen fühlen. Digga, jeder 12-Jährige, 13-Jährige fühlt sich doch von dem Satz angesprochen. Welcher 13-Jährige würde uns sagen, da falle ich nicht drunter? Niemand. Jeder 13-Jährige würde sagen, ah ja, doch, ich bin auch ein Junge, der es gerade nicht so leicht hat im Leben. Wir beide, Julian und ich, haben heute, glaube ich, das Verrückteste aller Zeiten gemacht. Ja, nämlich das ganze Geld, was Tim auf seinem Konto hatte, abgehoben. 1.500 Euro, die pisse ich! Hör auf, es war auch deins. Also, es sind auf jeden Fall 10.000 Euro. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist, uns hier zu folgen. Und das war's schon.
Natürlich gab es auch hier wie immer einen Zusatzlos. Ich dachte nämlich kurz wirklich, dass man nur folgen muss, um dort teilzunehmen. Aber nein, natürlich soll man auch die... Zusatzlos, liked gerne, gerne, könnt ihr, ist optional. Aber auch zusatzlos unsere letzten Beiträge. Die letzten Beiträge liken. Eine Woche später kam dann noch ein 50.000 Euro Gewinnspiel online. Video geht an alle Jungs und Männer da draußen, denen es gerade nicht so gut geht. Wie sind die Frauen jetzt ausgeschlossen? Sind die Frauen jetzt ausgeschlossen? Und ich meine wirklich an alle Jungs da draußen. Und hier seht ihr jetzt mal alle 90 Sachen. Also es ist so unfassbar viel. Und ich will nochmal betonen, Jungs, mir ist so egal, wie alt ihr seid, woher ihr kommt, ob ihr Deutsch, Türkisch, Spanisch oder sonst was seid. Es gibt sogar eine Maledivenreise. Ich werde eure Schulden begleichen und so weiter. Ey, das ist so crazy. Und das Einzige... Warte. Ich glaube, ich habe einen Lifehack gefunden. Sogar eine Maledivenreise. Ich werde eure Schulden begleichen. Warte, einmal Maledivenreise steht hier auf dem Zettel drauf. Und so weiter. Und einmal Schulden begleichen. Was ist denn? Stell dir. kann ich dann also mitmachen und dann sagen, ich hätte gern das Schuldenbegleichen-Ding, aber dann ist das halt so ein paar hunderttausend Euro oder so. So, ich habe sehr viele Schulden. Haben wir nicht neulich über diesen einen Typen gesprochen, der irgendwie eine Milliarde Schulden hat oder so? Wie hieß der nochmal, dieser eine Typ, der dieses Buch geschrieben hat? Der hat doch eine Milliarden Euro Schulden. Und dann ist 24 Tim ist dann hoch verschuldet. Wir haben ein Loophole gefunden. Ich glaube, wir haben ein Loophole gefunden. Oder, genau, das ist ja so geil, wenn 24 Tim sagt, hey, du hast gewonnen, einmal Schulden begleichen. Und noch am selben Tag gehst du zur Bank und holst dir einen Kredit für so 1 Million Euro oder so. Schnell nochmal ein Haus kaufen, schnell nochmal 2, 3 Häuser kaufen. Und dann sagt Tim so, ja, ey, kannst mir dann einfach schicken, wie viel Schulden du hast. Und du, ja, kein Problem, gehst direkt zur Bank. Erstmal Schulden sammeln und dann alle die Receipts an 24 Tim geben. Das wäre geil. Oder ist es so, dass du dir gar nicht aussuchen kannst, hey, ich hätte gern, ey, ich habe gewonnen. Ach so, cool, ich habe gewonnen. Könnte ich das Schuldenbegleichen-Ding haben, weil ich habe Schulden? Vielleicht ist es gar nicht so, sondern 24 Tim schreibt jemandem, hey, du hast Schuldenbegleichen gewonnen. Und die andere Person antwortet, Digga, ich bin 15, ich habe keine Schulden. Und dann sagt 24 Tim, ja, cool. Das wäre auch sick, Digga. Imagine, du hast gewonnen bei diesem Gewinnspiel, freust dich voll und dann hast du Schuldenbegleichen bekommen und hast halt keine Schulden. Das ist einfach so wertlos, einfach so. Ja gut, dann halt nicht. Alter, ey, das ist so crazy und das Einzige, was ihr wirklich nur machen müsst, ist, liked und teilt dieses Video, markiert 3 Freunde und schickt mir einfach nur, was ihr haben wollt. Also seid ein Teil meiner Community und das war's schon. Wow, habt ihr es gesehen? Wir Männer müssen nicht mal 10 Beiträge im Nachtrag liken. Das erklärt wahrscheinlich auch, weshalb der Kanal jetzt in den letzten 3 Beiträgen nicht mehr so viele Likes gemacht hat. Das ist wirklich unglaublich. Aber es lässt sich eine Sache jetzt spätestens nach dem Video sehr stark erkennen. Immer wenn diese Gewinnspiele online kommen oder in Stories irgendwelche Bilder gepusht werden, merkt man, dass seine Beiträge und Inhalte wirklich viele Likes bekommen. Sobald aber mal keine Gewinnspiele kommen, dann machen die Beiträge auch plötzlich gar nicht mehr so viele Likes. Stellenweise sieht man dann nur noch ein Drittel oder auch die Hälfte von den Likes, die er sonst so bekommt. Was aber auch wiederum erklärt, dass sich dieses Business von Likes erkaufen lohnt. Und demnach kann man ihm das ja fast... Ja, es lohnt sich extrem. Also man macht so viel mehr Cash, wenn man sowas macht. Fast schon aus Business-Ebene nicht mal verübeln. Meine Vermutung ist, dass man aber mit dem Verschenken von so vielen Produkten und von so viel Geld eher einen eigenen Nutzen sieht, weil man weiß, dass man dadurch auch extrem viele neue Zuschauer auf seinem Kanal bekommt, wenn man denen wortwörtlich Geld vor die Nase hält. Mir persönlich wirkt das unfassbar materialistisch und ziemlich eigennützig. Nicht so, wie es permanent dargestellt wird, als sei Tim mega gutmütig zu seiner Kunde. Doch, das ist ein Philanthrop. Das ist jemand, der auch mal geben möchte, der auch mal gönnen möchte, der sich auch einsetzen möchte. Einfach selbstlos aus diesem intrinsischen Drang, diesem altruistischen Drang, einfach Leuten was zu geben. Community und möchte ja bloß geben. Aber was soll's, solange er das immerhin... Er ist quasi St. Martin, genau. Das ist sogar, wissen viele nicht, aber in der 3. Strophe von St. Martin kommt 24 Tim vor. Also nur, um den Rahmen da mal zu schaffen. Korrekt auflöst, ist das noch alles relativ legitim. Ich feiere das trotzdem nicht, weil das schon ziemlich manipulativ wirkt. Ich wollte mit diesem ganzen Video einfach bloß mal aufzeigen, dass diese Gewinnspiele auch noch einen anderen Nutzen für Influencer haben. Und da würde es mich jetzt natürlich interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Like gern dieses Video und natürlich auch meine letzten 10 Beiträge. Sonst seid ihr richtig ekelhafte Menschen und das würde ich euch sehr verübeln. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so krass. Schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ciao. Ja, krass.
Ich find's super. Ich find's super, was 24 Tim da macht. Ich bin zufrieden. Rezo, wie hoch ist deine Klarna-Rechnung? Hoch. Ich bezahle alles über Klarna. Ich dachte, das muss man dann nicht bezahlen. Ich habe das missverstanden.